Grey Peak Gorge. Die Minenstadt Grey Peak wurde 1928 gegründet und war eine der Siedlungen, die die Bright Falls Mining Company für ihre Arbeiter errichtete. Der Friedhof in der Nähe ist ein Zeugnis für die Gefahren, denen Bergleute täglich ausgesetzt waren. Die meisten Männer, die im Lauf der Zeit ihr Leben hier verloren, wurden dort begraben. Eine düstere Mahnung zur Vorsicht für alle Hinterbliebenen. Grey Peak Gorge wurde fast über Nacht verlassen, als die Bright Falls Mining Company 1970 ihre Tore schloss. Ja, es prädestiniert dafür, dass jetzt hier wieder 200 overpowerte Gegner auf einmal kommen und wir nur noch eine Blendgranate haben und nicht mehr viele Leuchtfackeln. Und dann nur noch 8 Schuss und ja gut, 21 Schrotflintenmunition. Aber gut. Es ist halt schon wieder viel zu ruhig. Es hat meistens schon ein Zeichen dafür, dass hier gleich wieder irgendwas auftaucht. Die Geisterstadt durchqueren ist unsere Aufgabe. Und dann wird natürlich wieder irgendwas passieren. Wobei jetzt hier gerade noch nicht so viel Nebel aufgetaucht ist, ne? Wenigstens kommen auch hier verhäufigt mal ein paar. Kontrollpunkte. Und das mit dieser. Ja, komm schon. Selbst davon kriegt man noch Schaden, wenn man oder von dem Ding ganz leicht gestreift wird. Ich weiß auch nicht, was wir da die ganze Zeit für Achievements kriegen. Weil die werden noch nicht näher erläutert und bei Epic habe ich jetzt noch nicht genauer nachgeschaut. Aber schön, dass wir irgendwelche Achievements dafür kriegen, wie wir uns hier anstellen. Hey, da einfach runterspringen und alles beenden. Das wäre doch jetzt das Beste. Denkt man. Aber das wird ja wieder nicht so sein. Ich nehme jetzt einfach mal die Pumpgun und guck mal, was wir damit ausrichten können. Ich hab's mir halt fast schon gedacht, ne? Das wird aber safe nicht das einzige gewesen sein. Gut. Ein Schlüssel. Frage ist nur, wofür? Und eine Thermosflasche. Wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen? Achso, wir sollen ja auch wieder in die andere Richtung gehen, ne? Ist hier offen? Dafür war der Schlüssel. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfen. Ja, denn bitte in Störungen an einer magischen die Kamera. Einer Macht, die Welt zu formen. Von Götterreichen, Träumen und Dämonen. Von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Mhm. Kriegen,
Kriegen wir jetzt ein Jagdgewehr oder was kriegen wir? Wir könnten jetzt ein Jagdgewehr mitnehmen. Ich weiß nicht. Die Munition auf jeden Fall nehme ich mit. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, ein Jagdgewehr zu nehmen. Weil wir haben jetzt die Pumpgun gekriegt, damit haben wir halt auch noch nichts gemacht. Wir müssen halt die Pumpgun austauschen, ne? Ich glaube, ich lasse das erstmal. Ist halt auch beschissen, dass man nur... Ich weiß nicht, ist das sinnvoll? Ich möchte es halt nicht bereuen, ne? Wenn die da halt schon steht. Ich weiß es halt nicht, ne? Wie viel Munition haben wir davon? 11. Das heißt, dann lass ich die Pumpgun, ne? Komm, wir gehen einfach mal das Risiko ein. Schön, ganz viele Bäume. Ich sag, wir haben jetzt in der Pumpgun mehr Munition auch. Deswegen wird das hoffentlich einfach mal sinnvoller, dass wir die jetzt mitnehmen. Aber wir werden es wahrscheinlich bald sehen. Hat jetzt auch nichts Besonderes gebracht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob die mehr Durchschlagskraft hat oder irgendwas. Wir haben die Pumpgun bekommen und das war halt auch so, ja. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Ja, wir sind zu Fuß. Was denkt er denn, wie schnell wir sind? Irgendwas atmet mir hier so richtig schön ins Ohr. Das ist bestimmt das Dunkel oder so. Also ja, die Gegner oder irgendwas in diese Richtung. Jetzt nicht mehr, oder? Ist das immer nur bei diesen... Bei diesen Kisten. Könnte halt auch möglich sein, ne? Vögel. Ach ja. Da war ja was. Man steht ein Pixel nicht genau auf den Dingern und schon fliegt man runter. Also, weiß nicht. Vögel. Aber wenn ich nicht sprinte, ahne ich, dass wir das nicht... das muss so. Zack, jetzt sind wir hier drüben. Hier sind Vögel und da kommen auch noch welche angeflogen. Auch nur noch 3 Batterien, ne? Das ist auch entscheidend. Hat's auch noch hinter uns, ja. Die kriegen, weiß nicht, ob wir die. Ja. Okay. Die Silbermine verlassen. Immerhin haben wir es irgendwie geschafft, uns gegen die durchzusetzen. Hier gibt's nichts, ne? Ne. Gibt's hier noch was? Nur ein Weg. Der uns aber nichts irgendwie bringt, sagen wir es mal so. Ne, von hier sind wir gekommen. Moment, warte mal. Das war schon so richtig. Dann hier lang.
Gut, gut. Ich könnte mir auch da oben nach den Symbolen mal ein bisschen orientieren. Was? Tunnels? Tunnels go to Cauldron Lake. Hier ruft jemand. Ist das Alice? Oder wer ist das? Hey, wir haben Leuchtfackeln bekommen. Da ist eine Manuskriptseite, da liegt Munition. Gibt's doch safe oder irgendeinen riesengroßen Fight. Nightingale im Majestic. Selbst hinter den geschlossenen Türen und Vorhängen seines schmutzigen Zimmers im Majestic, dem hiesigen Motel, spürte Nightingale die Blicke der Einheimischen, den eisernen Druck ihres Urteils. Er verdrängte es. Sie konnten alle längst unter Wakes Bann stehen. Man tut, was man muss, um den Job zu erledigen. Die Flasche in seiner Hand spendete ihm Trost. Bitte, dachte er, lass mich das nur durchstehen. Gut, jetzt hier vielleicht nicht unbedingt gleich. Ja, toll, Jagdgewehrmunition, ne? Hätten die wahrscheinlich doch mitnehmen müssen. Da ist noch der Big Boy. So. Gut, wie gesagt, die Pumpgun ist natürlich jetzt auch nicht verkehrt. Das ist eine Thermosflasche. Aber wir kriegen jetzt halt nur Jagdgewehrmunition, ne? Was halt heißt, dass wir die wahrscheinlich hätten wirklich mitnehmen müssen. Aber gut, wir haben auch keine Batterien mehr, was auch immer ganz gut ist. Vor allem gegen so viele Gegner. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Mhm. So. Das ging ja schon mal recht reibungslos. Das so gut ist. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich nach da? Oder nach da? Ich glaube nach... Hier wird doch nicht... Ja, wollte gerade sagen, nach da wird doch nicht... Ja. Da wird er nicht springen. Ja, ich muss nach oben, blablabla. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiter. Ich sag dazu jetzt mal lieber Vielleicht nichts. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Oh Mann, wie gesagt, ich weiß nicht.
Vielleicht ist das auch eigentlich ein Spiel, was man unbedingt mit Controller spielen muss. Kann ich mir halt auch vorstellen. Dass deswegen irgendwie besser ist. Aber gut. Kann man nicht wissen. Immerhin sind jetzt hier nicht noch irgendwelche Gegner. Wobei jetzt, wo ich es beschrien habe, wird es wahrscheinlich auch gleich passieren, ne? Oder irgendeine Dunkelheit, die uns mit irgendwelchen Sachen bewirft. Das ist jetzt nicht so gut. Da wird uns wahrscheinlich auch wieder Fallschaden kriegen. Nee, gut. Das heißt, so hoch dürfen wir jetzt noch nicht. Also wir müssen das ungefähr auf die Ebene machen. Damit das passt. Nicht zu weit springen, sonst landet man wieder mal ganz, ganz unten. Darauf habe ich immer so gar keine Lust. So. Jetzt aber ganz nach oben, oder? Hoffe ich. Hä? Ach nee, Moment. So, na doch. Warte mal, jetzt muss ich mal was checken. Hier kommen wir nicht, dürfen wir nicht lang. Hier waren wir gerade. Da haben wir gerade eine Leiter runtergetreten. Achso, wir kommen jetzt da. Ah ja, okay. Ich verstehe. Mach das doch mal noch mal ein Stück runter. Kein Bock da jetzt von oben irgendwie wieder ganz runter zu klatschen. Ich verstehe, ich habe das jetzt gerade erstmal nicht ganz so verstanden, wie das jetzt eigentlich gemeint war. Hier gibt's nichts. Hier könnte man noch mal runter gucken, aber das ist ja nur der Weg nach da. Ich weiß nicht. Nee, das ist auch noch ein weiterer Weg für den Aufzug. Immerhin gab es hier mal einen Kontrollpunkt. Junge, dass das hier so überall knarzt, ist alles andere als gut. Huhu, wir sind wieder draußen. So prädestiniert dafür, dass hier irgendwas passiert. Müssen wir jetzt nach oben oder nach unten? Nach oben ist wahrscheinlich keine gute Idee. Ah doch, hier gibt's noch Leuchtfackeln. Und wir können auf diesen Turm. Vielleicht gibt's hier oben noch ein bisschen Munition oder irgendwas anderes. Weiß ich nicht. Nein, ein Manuskript. Ja gut. Das wäre mein nächster Guess gewesen. Dann schauen wir doch mal. Tor schlägt Schwester Sinclair. Das ist aber auch ein heftiger Sprung auf einmal, ne? Blitze erstrahlten hinter den Fenstern der Cauldron Lake Lodge. Thor Anderson lachte und hob den Stahlhammer über seinen Schädel. Schwester Sinclair versuchte erfolglos, ihn zu beruhigen. Thor grinste irre und rief, »Mein Hammer ist hoch erhoben. Hier ein freundlicher Stups von Mjölnir, Weib.« Mit aller Kraft ließ er den Hammer auf Sinclairs Schädel niedersausen. »Das ist unsere Comeback-Tour, Baby.« Was ist das jetzt auf einmal für eine wilde Wendung an hier? Das ist ja ganz, ganz wild. Gut, heißt, wir müssen aber nach unten. Ist auch, macht ja auch Sinn wahrscheinlich, weil wir irgendwie da rüber anscheinend müssen, gehe ich mal von aus. Ach, komm, jetzt wieder diese komischen Raben. Mist. Was halt besonders geil ist mit...
mit relativ wenig Möglichkeit für die Dings, ne? Um unsere... Batterie aufzuladen. Das ist ein Kontrollpunkt und hier gibt es wieder Sachen. Aber auch zwei Batterien, das ist halt auch nichts. Was? Oh. Na denn.